Hallo liebe Camper, herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal bei Mika Caravan. Ja, was gibt's Neues? Was will ich euch zeigen? Ich fand das letzte Video, wo ich Lithium tauschen und dabei Gewicht sparen und so weiter, hat euch sehr interessiert, fand ich auch mega geil. Und drum möchte ich nochmal auf das Lithium-Thema so ein bisschen eingehen und euch mal zeigen, wie wir eine Lithium-Batterie verkabeln bzw. anschließen. Da gibt es nämlich genau zwei Varianten und die möchte ich euch auch zeigen. Und ich möchte euch noch was zeigen, weil ihr seht, diese Puppe hat ein neues Sweatshirt an. Hoodie heißt das Teil. Und da haben wir heute Lieferung bekommen und das wird bald, also diese Woche noch, in unseren Shop kommen. Wahrscheinlich werden wir, ich hoffe, dass wir es bis Freitag schaffen, weil, schaut mal selber, ich nehme euch jetzt mal auf die Hand, was wir wupp hier an Lieferung bekommen haben. Also das ist echt der Wahnsinn. Hier hat es heute Kartons reingehauen. Wir haben drei Farben. Einmal schwarz, einmal grün und einmal wupp, grau. Und dann haben wir noch zwei verschiedene Designs. Das finde ich echt geil. Die Dinger, also ich mag die jetzt schon total. Also echt cool. Also einmal haben wir hier mit Mika Caravan vorne auf der Brust. Sind es 2020. Und einmal haben wir dieses hier. Wo dann Mika Caravan noch auf der Rückseite steht. Das schaut dann so aus, beziehungsweise auf dem Ärmel. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, vorne, also ist Wahnsinn, oder? So viele Dinger. Echt irre. Also einmal haben wir dieses Design. Da haben wir hier unser Logo auf der Rückseite und haben es hier. Da kann ich nur hindeuten, nicht hinlangen. Also echt tolle Hoodies. Und dann haben wir, schauen wir mal noch mal zu unserer anderen Puppe, einmal dieses Design, wo wir es vorne auf der Brust stehen haben und hier am Ärmel. Also das ist mein Lieblingsdesign, das finde ich richtig geil, gefällt mir richtig cool. Und natürlich hier auf dem Rücken haben wir dann hier unser Wohnmobil von unserem Logo mit dem Hund. Also mega. Finde ich richtig cool, die Dinger. Die gibt es ab Freitag in unserem Online-Shop. Haben wir uns überlegt, das ist gerade zur Jahreszeit passend, schön kuschelig, schön warm. Also finde ich richtig cool und schaut auch richtig geil aus. Und das ist auch nur ein Rieseneck, das haben wir auch neu gemacht. Ups, jetzt stelle ich euch wieder daher. Aber das muss natürlich alles jetzt noch eingegeben werden und die verschiedenen Größen und ins Web eingegeben werden, also auf unserer Homepage in den Shop. Und da sind unsere Mitarbeiterinnen ganz, ganz fleißig dran, das zu tun. Und ja, dann denke ich, wenn wir es bis Freitag hinkriegen, dass die dann online sind und dass die dann auch bestellbar sind. Da freue ich mich schon tierisch drauf. Also ich habe mir schon einen ausgesucht und schon einen mit heimgenommen. Finde ich echt geil. So, aber jetzt gehen wir mal hinter in die Werkstatt und schnippen uns mal wieder hinter, damit ich euch zeigen kann, was ich eigentlich sagen will. So, jetzt sind wir schon wieder da in unserer Werkstatt und hier wollte ich euch eben mal zeigen, wie wir die Lithium-Batterien in der Regel zusammenschließen. Ich habe hier mal drei Stück aufgebaut und wie wir die verdrahten. Und das möchte ich jetzt euch einfach ein bisschen näher bringen, weil da geht immer so Verschiedenes rum, wie man Batterien verbaut. Und ich sehe es ja immer ganz oft, dass sie auch tatsächlich wirklich oft total falsch verbaut sind. Und das möchte ich einfach mal darstellen, wie man sowas machen kann. Bitte jetzt nicht auf Detail gucken. Ich habe jetzt hier einfach nur ein paar Kabelreste genommen, damit ich das euch andeuten kann, aber auch erklärlich zeigen kann. Und drum möchte ich das Video machen, damit da so ein paar Missverständnisse und ein paar irrgläubliche Dinge einfach mal ausgeräumt sind, wie wir das so handeln. So, wir haben hier drei Batterien stehen und die
kann man jetzt wie folgt verbinden. Und zwar machen wir hier immer Kabelbrücken. Das heißt, natürlich setzen wir die oben drauf, ganz klar, zack, und dann werden die verschraubt. Und dann kommt die nächste, zack, und dann wird die auch verschraubt. Jetzt haben wir die zwei, drei Batterien parallel geschalten. Das gleiche machen wir hier auf der Seite. Eins, zwei. Und jetzt kommt das ganz Entscheidende, wenn wir die Stromabnehmer installieren, dann wird entweder einmal von der Seite Plus angeschlossen und von der diagonal gegenüberliegenden Seite das Minus. Ganz wichtig, das nennt man Kreuz, oder ja, kann man dazu sagen, Kreuzschaltung, weil man einfach über Kreuz dementsprechend die Verbraucher anschließt. Ganz wichtig. Warum ist das wichtig? Wir könnten ja jetzt sagen, wir machen einmal hier einen Verbraucher und minus hier, was kurioserweise auch wirklich sehr oft gemacht wird. Gerade in Fahrzeugen, wo eine Batterie unterm Fahrer und die andere Batterie unterm Beifahrer ergänzt wurde, dann schließt man die halt mit zwei Kabel einfach parallel, aber von der einen Batterie, weil man dann ja die anderen Kabel alle verlängern und umschalten müsste, da ist man dann, ich will jetzt nicht sagen zu faul dazu, aber das erscheint dann anscheinend zu kompliziert zu sein. Und dann wird aus der einen Batterie, aus der alles entnommen, plus wie minus. Das heißt, ihr entleert diese Batterie und die zweite und die dritte puffern nur die erste und schieben ihre Spannung bloß immer so ein bisschen nach. Die hier ist aber die leidtragende und wird als erstes wesentlich stärker verschlissen. Wenn der Wechselrichter im Spiel ist und wir haben hier keine Lithium, sondern zum Beispiel AGM, kann ich darauf gehen, dass die da ganz schnell das Zeitliche segnet und kaputt ist und die anderen zwei fast nur wie neu sind, weil die einfach ganz wenig gebraucht wird. Drum eben diagonal, damit wir wirklich hier einen Kreislauf haben, damit alle Batterien gleichzeitig genutzt werden. Es erscheint unlogisch, aber es ist einfach so. Jetzt gibt es dann noch eine zweite Variante, wo man Batterien verschalten kann. Das ist aber, darum habe ich mal drei Batterien hergelegt, wenn man dementsprechend ein anderes, wie sagt man, eine andere Einbausituation hat. Da kann man dann nämlich andere Verschaltung, nämlich die Standverschaltung, nur walten lassen und die zeige ich euch jetzt. Wie haben wir die Standverschaltung? Relativ einfach. Wir nehmen für drei Pluspole drei Kabel und klemmen die hier jeweils auf den Pluspol an. No. Wie gesagt, ich deute es jetzt nur an, also bitte nicht genau nehmen, muss natürlich exakt mit Beilachscheibe und alles sauber verschraubt werden. Das sind auch nur Abfallkabel, also auch bitte da nicht wundern. Also das ist alles nur ein Provisorium, weil ich möchte euch jetzt ganz sagen, worauf es hier ankommt. Kann man nämlich machen, wird gerade in größeren Fahrzeugen gemacht. Ich habe das bisher noch nicht erwähnt, aus dem einfachen Grund, weil wir zu 80%, 90% teilintegrierte Fahrzeuge haben, wo maximal zwei Akkus drin sind, vielleicht mal ein dritter, die aber schön zusammenliegen, wo wir eben unsere Kreuzschaltung, wie eben gezeigt, ohne Probleme machen können. Wenn wir aber einen Liner haben, größeres Fahrzeug, wo dann auch teilweise 5, 6 Akkus verbaut sind, die aber hinten in der Heckgarage teilweise auseinanderliegen, teilweise ums Eck so geordnet, dass dementsprechend die Kabelführung, Parallelschaltung sehr kompliziert und aufwendig wäre, kann man das Ganze mit einer Standschaltung machen. Standschaltung heißt, ich schließe jetzt hier alle Pluspole zusammen, mache da jeweils ein Kabel hin und gehe jetzt mit diesen Kabeln auf einen Sammelpunkt, nämlich hier auf meine Plusschiene. Ja. Und hier kann ich dann wiederum meine Verbraucher anschließen. Das gleiche auch auf der Masseseite. Das Problem ist nur eins, was man hier ganz dringend beachten muss, dass diese Kabel, egal wo die Batterien stehen, gleich lang sein müssen. Gleich lang heißt wirklich exakt gleich lang.
Also nicht in der gleich lang einfach mal hinhalten, sondern wirklich messen. Wenn das Kabel einen Meter hat, müssen alle einen Meter haben, um dahin zu kommen. Weil nur dann funktioniert es, damit auch die Batterien gleichmäßig entladen werden. Das Ganze funktioniert auch auf der Masseseite. Es müssen aber auch auf der Masseseite immer die Kabel gleich lang sein. Wenn das nicht gewährleistet ist, dann haben wir einfach faktisch das Problem, dass es nicht funktioniert und wieder eine Batterie wesentlich schneller entladen wird wie die andere und dementsprechend schneller kaputt geht. Das ist hier einfach bei der Standschaltung zu beachten, dass man einfach, wenn man die Kabel hier nimmt, zum Verteiler führt, dass die wirklich exakt gleich lang sind. Und ich meine jetzt nicht auf einen Millimeter, aber ich meine schon auf einen Zentimeter, wirklich lang, gleich lang. Weil sich nämlich beim Zentimeter die Widerstände ändern und dann kann einfach sein, dass da dementsprechend eine andere Leistung durchgeht und dann funktioniert es nicht mehr. Und wenn man das so macht, zwei Sammelschienen und dann dementsprechend wieder die Verbraucher ransetzt, Hauptschalter und so weiter, natürlich Sicherung nicht vergessen, ist hier nur ein Beispiel, dann kann es auch funktionieren und funktioniert es auch ganz gut, wenn man das auf die Art und Weise macht. Wie gesagt, ich habe es bis jetzt noch nicht wirklich so oft erwähnt oder eigentlich noch gar nicht erwähnt, weil wir es wirklich nie anwenden, weil wir bis jetzt immer unsere Parallelschaltung so machen, wie ich es anfänglich gezeigt habe. Einfach aus dem Grund, weil wir bei unseren kleinen Fahrzeugen, wo wir teilweise haben, ohne Probleme überall rankommen. Und das muss man schon sagen, dann funktioniert es eigentlich wirklich tadellos. Wichtig ist auch, dass wir diese Kabel als Verbinder, wo wir hier reinsetzen, vom Kabelquerschnitt immer, ich wähle sie immer, größer wie der größte Kabelschnitt, der da dementsprechend angeschlossen ist. Also das heißt, wenn ich hier an meinen Verbraucherpunkt oder an der Batterie, an Pluspol zu meinem Verbraucher ein 50 Quadrat wähle oder ein 70 Quadrat, dann wähle ich immer das Verbindungsteil hier, also die Verbindungsbrücken, immer ein Querschnitt höher. Warum? Damit hier einfach zwischen den Akkus ein geringerer Widerstand ist. Relativ einfach erklärt, ich kann nur so viel Wasser durch einen Trichter bringen, wie die Öffnung groß ist. Und wenn ich viel Wasser will, brauche ich eine große Öffnung und wenn ich wenig durch will, brauche ich eine kleine Öffnung. Und wenn ich hier einen kleineren Querschnitt nehme, dann schmälere ich meinen Durchfluss. Nehme ich einen größeren Querschnitt, dann gewährleiste ich, dass der Strom schön durch die drei Batterien gleichmäßig fließen kann und keine dahinterher bleibt und keine hängen bleibt. Und so verbauen wir Batterien. Das sind so die Kleinigkeiten, wo wir eben drauf achten, damit es dementsprechend sauber und ordentlich funktioniert. Und das ist uns wirklich wichtig, dass man das Sache jetzt einfach so beherzigt und auch dementsprechend so umsetzt. Ganz wichtig ist natürlich auch für uns, dass wir wirklich den Querschnitt beachten oder die Querschnitte beachten. Grundsätzlich versuche ich ja überhaupt auch bei Anschlüssen von Wechselrichtern und so weiter lieber einen Querschnitt höher zu gehen, wie unbedingt nötig. Ich hatte kürzlich erst einmal einen Anruf, wo ich gesagt habe, ich wähle bei einem 3000er Wechselrichter bei einem 3000er war es, glaube ich, ein 120er Querschnitt. Obwohl doch das gar nicht so schlimm wäre oder obwohl es in der Anleitung bei dem Kunden seinen Wechselrichter doch ganz anders drin steht, da war, glaube ich, ein 90 oder 95er Querschnitt drin gestanden. Ich sage immer, lieber einen Querschnitt höher. Ich möchte, dass der Strom fließt. Ich möchte keine Fußbodenheizungen oder erwärmte Kabel haben. Ich möchte keinen Leistungsabfall haben durch geringen Querschnitt. Und ich möchte, dass es sauber funktioniert. Ganz wichtig natürlich, immer die Sicherung auf der Batterieseite zu verbauen. Auch das ist ein riesen Thema. Ich sehe auch immer wieder, dass Batterien oder dass Sicherungen ganz wild irgendwo entsprechend verbaut sind. Es ist einfach wichtig, dass wenn man von der Batterie weggeht, dass man ein kurzes Stück nimmt und dann hier gleich die Sicherungen abbaut. Natürlich, also hinbaut. Natürlich auch extrem wichtig bei Ladebooster
oder sonstige Wechselrichter und so weiter. Da hat man ja dann immer so ein kleines Stück Kabel und dann kommt auch gleich der Akku, die Sicherung. Was echt wichtig ist, einfach wegen der Brandgefahr. Überlastung des Kabels, damit dem Kabel nichts passiert, Kurzschlüsse und so weiter, damit es einfach wirklich safe ist und damit es dementsprechend anständig verbaut wird. Und das ist einfach schon, ja, ganz, ganz wichtig und auch maßgeblich, dass man das so umsetzt. Ja, das wollte ich euch hier zeigen. Natürlich kommen dann noch die ganzen Temperatursensoren ran und so weiter. Wichtig ist auch, einen wirklichen, stabilen und massiven Akkuhalter zu verbauen bei solchen Batterien. Wir machen uns unsere Halter immer selber, das heißt in dieser Form. Wir biegen uns unser Metall dementsprechend, wir bohren das sauber, kanten das ab. Dann kommt hier noch ein Gummischutz rum, wenn es nötig ist, wenn es scharfkantig ist. Und dann können wir so eine Batterie, das ist jetzt für eine Batterie, wirklich sauber, also die ist jetzt zu kurz, aber das war von einer AGM-Batterie, richtig sauber runterspannen, zwei Stück, zack, zack. Oder wir machen einen Querbügel. Wenn es zwei sind, dann kann man auch schon mal Winkel rein, dass das eben sauber ordentlich hält. Das machen wir alles selber. Da haben wir Flachmaterial da und biegen und kanten uns die dann dementsprechend nach Bedarf. Ja, es ist etwas mehr Aufwand. Ja, es ist etwas teurer für mich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist mir tausendmal lieber, weil wenn mal irgendwas passiert, der Akku muss bombenfest sitzen. Das Allerschlimmste, was man verwenden kann, meiner persönlichen Meinung, das ist nur meine persönliche Meinung, sind Spanngurte. Ich finde Spanngurte ganz, ganz schlecht, einfach aus der Thematik raus, weil ein Spanngurt sich an der Schließe durch die permanente Bewegung dieses Nylonmaterial über die Jahre immer locker wird. Und da könnt ihr Batterien angucken, wie ihr wollt. Ich habe schon so viele Batterien gesehen, die mit Spanngurt befestigt sind, die kann ich alle leicht bewegen. Und wo eine leichte Bewegung drin ist, bei größerer Erschütterung, wird irgendwann eine größere Bewegung. Der Akku darf sich gar nicht bewegen. Drum muss er wirklich hundertprozentig fest sein. Und nur wenn er sich nicht bewegt, kann er sich auch nicht locker schütteln. Und dann kann er auch das Material hier rein theoretisch nicht ausleihen. Aber das Material gibt ja nach. So ein Spanngurt, so ein Nylonfaden, der gibt ja nach. Das ist ja kein Metall. Also, und somit sind es so Punkte, wo wir schon ein bisschen Wert drauf legen, dass das sauber und ordentlich gemacht wird. Heute haben wir erst wieder Akkus verbaut, die dementsprechend mit Spanngurte, ohne Spanngurte, sondern eben mit Winkel sauber festgemacht werden. 2x150 Ampere hat der Kunde gekriegt. Und da muss ich sagen, ich finde da Spanngurte echt schlecht. Also nicht schön. A, nicht schön und B, auch nicht zweckmäßig, weil ich mag das nicht. Also das ist einfach ein No-Go. Man kauft hier einen wertigen Akku und macht einen wertigen Einbau und dann möchte ich persönlich keinen Spanngurt haben, weil ich das ist einfach nicht schön. Ja, so viel zum Thema, wie wir unsere Lithium-Akkus verbauen. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant für euch und es war wieder was Aufregendes oder was Neues dabei, wo ihr auch gerade für Selbstausbauer interessante Schlüsse für euch ziehen könnt. Schaut doch mal unter euren Sitz, wenn ihr zwei Akkus verbaut habt, wie die angeschlossen sind. Ist ein wichtiges Thema, müsst ihr mal drauf gucken. Vielleicht kann man ja dann noch ein bisschen was retten, wenn was falsch wäre oder es passt eben von Haus auf, weil es gleich richtig gemacht ist. Ja, hier haben wir ein... Was ist es denn eigentlich? Weiß ich jetzt gar nicht. Welcome, ein Chanson. Genau, ein Chanson, das habe ich euch ja schon gezeigt. Da haben wir jetzt heute, jetzt ist es schon wieder unten, die neue Schatzschüssel. Ich kann nicht mehr reden, der Tag war schon zu lang. Die neue Satzschüssel verbaut haben. Die haben wir hier oben drauf gemacht. Mal schauen, ob wir da schnell was sehen. Voilà, jawohl, da ist sie.
Die haben wir ja wieder draufgeschraubt, weil die hat der Kunde sich nicht heute, aber runtergefahren. Gott sei Dank, nicht weiter dramatisch. Es ist dem Dach weiter nichts passiert. Nur die Schüssel haben wir erneuert mit dem ganzen Getriebe unten, weil das hat es natürlich komplett weggefetzt. Aber jetzt ist wieder alles fit, jetzt geht wieder alles. Auch das haben wir schnell zwischendurch gemacht. Und die alte habe ich euch ja schon gezeigt, die alte Schüssel, die ist hier total kaputt. In 1000 Fetzen, da liegen die ganzen Teile noch und ja, da der Motor noch. Also das Ding hat es komplett zerruppt und darum haben wir die austauscht. Dann haben wir noch die zwei Akkus gewechselt. Heute war nur ein Mann dran, der andere Kollege war krank. Ich habe an dem Tournee auch nur ein bisschen was gemacht und ja, so vergeht die Zeit. Morgen haben wir wieder einen Kunden da, der kriegt eine Dieselheizung eine Dieselluftheizung verbaut. Und ja, so geht's jeden Tag rund. Und nächste Woche haben wir auch wieder zwei spannende Projekte. Da geht's auch wieder richtig zur Sache. Ja, jetzt sind wir wieder da. Und ja, das war wieder einiges, was ich jetzt erklärt habe, was unsere Anschlussart von Lithium betrifft. Mein Dafürhalten war nur, oder mein wichtiger Punkt war nur, dass es zwei verschiedene Varianten gibt, die man anwenden kann, die auch super funktionieren. Ich nenne es Standverschaltung und Kreuzverschaltung, damit man einfach einmal über Kreuz und Stand heißt ja eigentlich, dass ich überall, aber immer ganz wichtig mit den richtigen Kabellängen. Das ist ganz wichtig und das muss wirklich beherzigt werden. Ganz wichtig ist auch der Querschnitt, dass der beherzigt wird und verschiedene andere Dinge, wie ich gerade erklärt habe. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Es war interessant für euch. Und wenn, dann freue ich mich natürlich über Kommentare. Fleißig sagen, was Sache ist. Vielleicht habt ihr noch Anregungen oder sonstiges. Da freuen wir uns natürlich immer drüber, ganz klar. In dem Sinn wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und denkt dran, am Wochenende mal in unserem Online-Shop zu gucken, wegen unserer schönen Klamotten, wo wir neu haben. Und ja, einen wunderschönen Abend für euch. Bleibt gesund. Bitte passt euch auf euch auf. Da ja alles gerade so ein bisschen durch die Decke geht und wieder von vorn anfängt. Ohren steif halten, wir kriegen auch das dementsprechend wieder rum und das nächste Frühjahr kommt bestimmt und da legen wir wieder richtig los mit unserem Campingfieber und ja, da kriegen wir den Winter jetzt gar durch. Also, alles Gute, schöne Grüße aus Dinkelsbühl und über ein Like freue ich mich natürlich wie immer. Ciao, ciao!